nach dem Playoff-Finale Teil 1. Wir gewinnen bei der Austria mit 3:2. Markus, bitte um deine Spielanalyse. Ich glaube, dass wir sehr gut in das Match gestartet sind. Wir haben sehr früh das Tor gemacht. War, glaube ich, schon auch nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. Wir haben es nachher leider verabsäumt, draufzusetzen. Wir haben die Möglichkeiten gehabt. Auf das 2:0 haben wir nicht gemacht. Wir sind nochmal Spur zu passiv aus der Kabine gekommen. Dadurch war die Austria natürlich auch mit der Mentalität jetzt dann 1:0 hinten, wir spielen zu Hause, wir müssen, haben da ein bisschen Oberhand bekommen, haben sie nachher belohnt mit dem 1:1. Ich finde aber, dass die Reaktion der Mannschaft nach dem 1:1 gewaltig war. Sie war wieder da, sie war präsent, sie war einfach, ja, sie war spürbar willig, da jetzt dann das Resultat wieder in die richtige Richtung zu lenken und hat sie auch belohnt mit den 2 Toren. Wir hätten auch noch ein weiteres Tor machen können. Wir waren einfach, ja, wir waren da, wir waren entschlossen. Und den Vorwurf, den wir uns machen können, ist einfach, dass wir nicht früher geführt haben. Dass die Austria nachher das 3:2 macht, ist ja, einfach auch der Qualität des Gegners geschuldet, der einfach noch aus sehr wenig was auch machen kann. Ist ja nochmal ein Resultat, das für uns positiv ist. Auswärts bei der Wiener Austria zu gewinnen, ist ja sicher kein Nachteil. Aber wir wissen natürlich, dass wir am Mittwoch ein zweites Spiel haben, wo wir noch mehr als heute abrufen werden müssen, um unser Ziel zu erreichen. Danke. Gibt es Fragen? Bitte schön. Stefan Ullerer, Önews. Eine Frage. War das ein Vorteil, dass Hartberg länger Pause hatte als die Wiener Austria, die ja noch gegen Altach spielen musste? Also man kann sagen, es ist ein Vorteil. Aber man kann auch sagen, es ist ein Nachteil, weil die Mannschaft von der Wiener Austria in einem Rhythmus geblieben ist. Also das schon die Woche gemerkt, immer diesen 3-Tages-Rhythmus zu haben, ist natürlich herausfordernd, aber ist aus dieser Sicht auch vielleicht ein Vorteil. Ja? Also es ist im Grunde genommen etwas, wo ich sage, es ist ein extrem intensives Programm für alle Mannschaften. Ich glaube, dass das jetzt dann nicht den großen Unterschied ausgemacht hat, ob das Spiel am Mittwoch stattgefunden hat oder nicht. Also ich sehe es eher so, also für mich war es eher das Thema, im Rhythmus zu sein, ist kein Nachteil. Nächste Frage bitte. 2 Tore und ein Assist von Dario Tadic. Hat man einmal mehr gesehen, wie wichtig er für Hartberg ist, mit dem kleinen Wermutstropfen, dass er das 3. Tor nicht gemacht hat, oder? Also, dazu ist für den TSV Hartberg ein unglaublich wichtiger Spieler. Es wird immer spürbar durch die Tore, aber der hat jetzt dann 19 Tore in der österreichischen Bundesliga in der Saison gemacht und das nicht für irgendeinen Top-Verein, wo permanent nur geliefert wird, sondern für den TSV Hartberg. Das heißt, eine gewaltige Leistung und der profitiert natürlich auch von den Zusammenhängen innerhalb der Mannschaft. Und ihn in unserer Mannschaft zu haben, bedeutet uns natürlich sehr viel. Extrem wichtiger Spieler, der uns vor allem in der Box immer wieder bewusst macht, wie wichtig das er ist, weil er einfach einen Naserl hat, dort wo der Ball hinfallen kann. Also unglaublicher Spieler in der Box. Und ihn dorthin zu bekommen, in diese Positionen, ist die Aufgabe seiner Mitspieler. Die machen das auch grandios. Deswegen, ja, toller Spieler. Bitte schön. Hallo, Marc Eder Apper. Wie sehen Sie jetzt die Ausgangsposition fürs Rückspiel? Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Naja, es ist definitiv ein klein wenig mehr in unsere Richtung gefallen, aufgrund dessen, dass wir auswärts gewonnen haben, aber nicht mehr und nicht weniger. Also wir wissen, was die Austria am Mittwoch jetzt noch einmal abbrennen wird wollen. Wir werden gut beraten, auf das alles richtig gut vorbereitet zu sein. Und wenn uns das gelingt, dann, ja, dann können wir diesen letzten Schritt gehen. Es wird kein Geschenk, das weiß ich, aber es war bis jetzt dann auch kein Geschenk, da zu sein, wo wir jetzt dann sind. Und die Mannschaft zeigt mir über die Entwicklung auch, vor allem in den letzten Wochen, wie sie mit Resultaten umgehen kann, wie sie es geschickt versteht, Momente zu interpretieren, einfach einen Gang dazuzuschalten, wieder einen Gang wegzuschalten. Das ist in der Phase mit dieser Belastung, mit diesen vielen Spielen ein enorm wichtiges Element. Und dadurch sehe ich klarerweise ein extrem intensives Spiel auf uns zukommen, wo wir jetzt dann vielleicht um eine Spur in einer besseren Position sind, aber nicht mehr und nicht weniger. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann danke fürs Interesse und bis Mittwoch. Danke.